So, mein Mann, der YouTuber Superman Dennis hatte in seinem letzten Video zugegeben, dass er tatsächlich Nacktbilder von seinen Fans gefordert hatte. Er sagte in seinem Video, dass er sich da überhaupt nichts Böses bei gedacht hätte. Er sagt, er hätte darauf geachtet, dass er selber auf Snapchat keine Minderjährigen postet, aber er sagt dann auch, dass er sich da auch nicht hundertprozentig sicher sein kann. Und das Ganze wäre natürlich nur eine Challenge gewesen. Im Zuge meiner Recherche ist mir aufgefallen, dass das anscheinend leider kein Einzelfall ist. Der Vorwurf, dein Beichtstuhl soll Ähnliches gemacht haben. Und die YouTuberin Katja Krasavic, beziehungsweise Katja Krasavice, wie sie, glaube ich, ausgesprochen wird, soll auch auf Snapchat derartige Bilder gefordert haben. Hier heißt es, Zitat, Mädels, ihr habt geile Bilder, in Klammern, gerne auch nackt von euch, zum Beispiel Boobs oder Ass, und schämt euch nicht, mir die zu schicken. Dann schickt mal her damit bei Instagram DM mit Alter und Name. Seid gespannt. Das Ganze ging anscheinend über den Snapchat-Account von Katja Krasavic. Und wenn das nun tatsächlich so ist, dass YouTuber Nacktbilder von ihren Fans fordern, dann wäre dies ein abartiger Skandal. Zum einen, weil ein großer Teil der Fans Minderjährige sind. Und zum anderen, weil ein großer Teil der Fans ihren YouTubern vertrauen. Man kann daher den Eindruck bekommen, dass hier YouTuber das Vertrauen ihrer Fans ausnutzen. Und im Nachhinein zu behaupten, es würde sich hierbei nur um eine Challenge handeln, wie das ja beispielsweise Superman Dennis gemacht hatte, hat eher was von einer Schutzbehauptung. Eine weitere Tragödie daran, durch genau solche Skandalaktionen bekommen eben auch solche YouTuber eine besondere Aufmerksamkeit. Aber auch besonders, weil es nicht nur einen YouTuber betrifft, sondern weil das auch andere gemacht haben, ist es eine zwingende Notwendigkeit geworden, diesen Wahnsinn öffentlich zu machen. Besonders auch mit der Hoffnung verknüpft, dass sich andere YouTuber daran kein Beispiel nehmen. Ich bin jedenfalls von den aktuellen Ereignissen mehr als angewidert und wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime.